So, hallo und willkommen, liebe Zuseherinnen und Magierfreunde. Hier sind wir wieder bei Path of Exile mit Wuselmarie und dem kleinen zweifüßigen Begleiter hier. Und willkommen zu einer neuen Runde unserer kleinen Achterbahn der Zauberei. So, wir wollen hier, bevor wir das große Finale hier in diesem Akt anstreben, noch Mr. Fairgrave seine, was war das nochmal, Pampelmuse des Grauens geben? Nee, was war das? Hier die Chitus-Pflaume. So. Ja, ist ja gut mit dem Geschrei hier. Look at the sheen on that plum. Yes. Is it not the most delectable fruit that you've ever seen? Nee. No? No. Perhaps the gloss of hope is for my eyes only. So ist es, du mal. Dann guten Schluck. Wondrous! Nothing bonds two souls more soundly than murder. For that reason alone, I knew you could be relied upon. Now, for a little ammo. So, hier können wir nochmal einen schönen Ring. Lieben ist immer gut. Nehmen wir den. So, Abums. Und da löst er sich in Luft auf. Sailor Boy. Doomed to go wherever the winds blow him. Sailor Boy. Ja. Nicht Sailor Moon, Sailor Boy. So, gibt's hier noch irgendwas zum Aufräumen? Da sind noch so verdünnte Gegner, die bringen uns nicht viel. Obwohl der hier ist schon ein bisschen hartnäckiger. Den können wir noch umlegen hier. Da kommen wir noch ein bisschen mit hier. Ein bisschen XP. Ich muss aber noch ein bisschen das Wahlgebiet hier beirufen. Hier ist auch extrem viel los. Keine Wogen, okay. Ach, hier ist noch ein Goldener. So, der ist auch weg. Wenn man noch ein paar Punkte machen kann, hier mal ein bisschen aufzusteigen noch. Ist ja nicht schlecht. Schadet nicht. Da kommen wir hin, da war ich weiter. Schade. Ein Panzerwams. Ein Wamsterpams. Das können wir natürlich auch noch mitnehmen. Nee. Ja, ich habe schon die reichlich unterwegs eingesammelt an Zeug. Ein bisschen schlecht. Da hatte sich unterwegs hierhin sowas ergeben, hier und da. Haben wir den jetzt? Oh. Die nehmen wir natürlich mit. Vielen Dank. Oh, vier Dinge, aber immerhin, ne? Ist nicht so schlecht. So, guck mal, was haben wir denn da für einen Ring? 23 Leben, globale Treffergenauigkeit, maximales Leben, erhöhte Seltenheit, 23 Kälte und 15 Licht. Okay. Ja, gib mir der Ring hier langsam ein bisschen auf den Keks mit seinem Minuswert hier. Was ist hier noch irgendwas los, Freunde? Was macht ihr hier? Spielt nicht mit den Gegnern, während ich nicht dabei bin. Da werdet ihr nur schmutzig. Wer kann es da wieder nachher aufräumen? Ich. Okay, wenn ihr dazu wollt. Hier ist aber los. Hier alles. Was macht sie weg hier, Jungs? So, was haben wir hier gekriegt? Ein viridianisches Juwel. Das wohl ist. Gucken. 12 zu Feuer und Kältewiderstand. Na ja, gut, hätte ich da jetzt ganz schlechte Werte, wäre das ja gar nicht so schlecht. Aber dank unseres Zaubers hier stehen wir da gar nicht so schlecht da. Nur Chaos wieder schon, das Müll. Okay. Das könnte uns natürlich noch irgendwann mal Probleme bereiten.
So, dann haben wir wieder so ein bisschen Spaß gehabt, sag ich mal. Okay, wenn ja wieder so viele sind, dann können wir ja noch mal ein bisschen Scourge machen hier. Schön alle nacheinander, Freunde. Nicht alle auf einmal. Das macht unnötige Hektik. Oh, hier können wir wieder was. Ich habe hier was reingelegt zum Transformieren. Nämlich unterwegs so ein paar Handschuhe gefunden. Brauche ich nicht vielleicht unbedingt wirklich. Aber guck mal, vielleicht kommt ja trotzdem interessanter Wert raus. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 4% und maximales Leben minus 22. Okay, mit sowas könnte man leben. Aber hier so dieser andere Quatsch hier, verringerte Defensive oder keine seltenen Gegenstände mehr zu finden, das ist ein bisschen, Mist. Viel wird zu Geschick, ja, aber das ist nun ein Zweier und der hat Stärke und Geschicklichkeit. Hm. Das Ding bräuchte man nicht unbedingt, aber ist egal. Naja. Ja. Mit sowas könnte ich dann eher leben als mit diesen Werten hier, muss man sagen. Aber okay, ist halt auch Zufall. Hier müsste man auch noch mal wieder was Neues vergeben. Hm. So. Wir können natürlich jetzt auch einfach eine Portalrolle nehmen. Ja, ein bisschen viel rumgerenne jetzt hier so. Machen wir noch eine Identifikationsrolle? Ne, machen wir ein Portälchen auf, würde ich mal sagen. Das Lager von Zarn. Dann verkaufen wir unseren Schrott, den wir hier so haben. Komm mal bei hier. Ah, ja, oh, yeah, hey, oh, genau. Das hier, das hier. Ach, das brauche ich auch nicht. Nee, nee. Das behalten wir auf jeden Fall. Das kann auch weg. Hier haben wir noch ein Fläschchen gefunden. Reichliches Bismutfläschchen des Guppies. Des Guppies, okay. Elementarwiderstände. Na, behalten wir mal. Können wir nicht gebrauchen, wenn die später so mies werden. Was haben wir denn hier? Lapis-Amulett zur Intelligenz. Okay, 40 Punkte Intelligenz. Fügt Angriffen Blitzschaden hinzu, Energieschild und erhöhte Seltenheit. Mhm. Sehr viel Intelligenz. Hier haben wir Mana-Regeneration, aber sehr gut. 24%. Das ist schon nicht wenig. Ah, ja. So. Stay out of the shadows. Genau. Ach, kann man hier eigentlich nochmal irgendeine Prophezeiung holen? Nee. Ja, wir haben schon lange keine Münzen mehr gefunden, fällt mir gerade auf, okay. Das tun wir mal weg. So. Hm. Das tun wir auch mal weg. Das Ding will ich mal behalten. Gegen das hier tauschen. Muss ja nur gucken, dass ich dann die Gemmen oben baue. Hier haben wir zwar blau und grün und nur die beiden sind verbunden. Ich habe aber leider nicht so viele Verbindungssphären, um mal zu riskieren, hier eine Verbindung zu schaffen. Und ich könnte natürlich hierüber versuchen, eine Verbindung zu schaffen. Ja, das Ding habe ich auch noch. Aber das Risiko ist relativ hoch. Man hat ja das hier, das 50% Chance, dass eine verbundene Fassung kommt. Dass es überhaupt nicht funktioniert und ich miese Werte bekomme, wie irgendwie 99% weniger seltene Gegenstände oder irgend so ein Quatsch. Ja, das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Das können wir übrigens da rausnehmen.
So, das habe ich hier noch. Schwächen und Entweihen. Das habe ich in der Bibliothek gekauft. Das will ich später mal ausrüsten hier. Das beschwört in weiten Boden, beschwört Leichname und verursacht, gibt beim Gegner einen Chaosschaden. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Chaosschaden ist immer gut. Und Schwächen, das ist ein Zauber mit einer Aura. Und alle Gegner im Bereich werden dann verflucht. Und die haben dann weniger Schaden und weniger Treffergenauigkeit. Vor allem auch einzigartige Gegner haben dann weniger Schaden, den die machen bei uns. Also zum Beispiel Bosse. So, dann muss ich aber, wie gesagt, auch nochmal alles hier umbauen. Da brauche ich mir auch nochmal einen anderen Schild, vielleicht einen Vierling. Hier andere Schuhe. Ja, wenn da mal was Besseres wäre, bei 20% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit möchte ich ungern darauf verzichten. Und auch die Mana-Regenerationsrate ist hier auch. 32% ist auch nicht wenig. Sonst gibt es Ausrüstungsgegenstände, die. Da findest du lieber Besseres und schleppst sie wirklich 3, 4, 5 Akte mit dir rum. Ist manchmal so. Good luck, dear. Genau, die auch viel Luck. War doch immer für einen. Könnte es natürlich riskieren, ne? Haben wir hier eigentlich nochmal. Unvorhersehen. Unvorhersehbar ist immer so eine Sache. Das ist immer so eine Sache. Lass mal. So, jetzt haben wir hier was verdickt. So, jetzt gehen wir nicht mehr zurück zu den Docks, sondern wir gehen jetzt hier in die. Ja, ist eigentlich egal, oder? In die kaiserlichen Gärten und von dort geht es fort. Ja! Genau. Zu unserem Endgegner müssen wir das Türmchen hochklettern und dann gibt es Haue, Haue, Haue. Aua, hier ist auch noch was. Hier sind wir noch nicht so ganz fertig, natürlich. Wieso rollt er denn hier rum? Das ist meine Zombies, du Schlegel. Okay. So, kommt ihr zwei. Und die anderen Leute da hinter mir. Die gruseligen. Ach, dieses Geschrei. So. Ein Schäben haben wir, okay. Ich dachte schon, was ist das? Sackgasse. Ich versperre mir denn hier den Weg, Mann. Ja, dieser Feuerschaden macht schon ganz gut. Bums hier, muss man sagen. Oh, ist hier los. Erstes Mal, ja. Ist das hier? Verstärktes Schild, okay. Hä? Ja. Kann ich die nicht mitnehmen hier? So. Was haben wir hier? Ein Tresor. Den machen wir mal auf. Jetzt mal weg hier. Oh. Nett. Haben wir wieder. Oh, drei Stück sogar. Und drei Schleifsteine. Oh, du. Okay. Und eine Karte haben wir wieder mal gekriegt. Wir wissen ja, bis man die mal eintauschen kann. Ah, hier ist die Inzidenzprüfung. Das dauert eine Weile.
Das ist ein bisschen schade teilweise auch. Man kann ja da durchaus gute Gegenstände bekommen, aber ja, man darf es halt nicht so früh bekommen, meint das Spiel. So, hier ist die Treppe. Hey, weg, weg, aua! Was soll das? Geh weg hier! Die Pflaume, die brauchen wir nicht nochmal. Die Zitruspflaume, Zitrus, ja. Ja! Hier ist eine Sackgasse. Das ist wieder ein Rumgerenne hier. Wo sind die Wegweiser hier, wenn man sie braucht? Erstes Mal hier. Nein, hier oben kann das nicht sein. Haben sie die Karte wieder neu gemischt. Nervt mich nicht hier. Weg mit euch. Pui. Aus. Weg. Und lasst mal den Ziegen in Ruhe. So, bald kommen wir mal ins Götsch rein. Okay. Hier rechts mal lang. So ein großes gibt mir hier. Geht's in der Sackgasse? Upp, die sind aber direkt auseinandergefallen. Okay. Den Labyrinth hier. So, hier. So, sieht's doch schon mal ganz gut aus. Mein Gott, ist das eine Lauferei. So, hier haben wir das nicht gefunden. Weg nach oben. Halleluja. Das Zepter Gottes. So. Remember, Dominus. What goes up must come down. So, hier haben wir Dominus. Die Dominus. Dann gucken wir hier mal. Hier müssen wir uns jetzt nach oben kämpfen. Stück für Stück. Dann oben gibt es den großen Endkampf in den Oberboss. Zweimal. Was haben wir hier für 32? Okay. Ach, das ist gar keiner mehr, okay. Ja, das wollte ich nochmal aufsteigen, bevor es hier zur Sache geht. So. Mann, oh Mann. Hier lang. Okay.
So, hier mal alles. So boosten können. Können dann auch keiner wegnehmen. Wenn wir jetzt nach ein paar Tode sterben, wäre dann doof, wenn die Punkte alle weg sind. Und wir können das dann nicht nutzen. So. Hier irgendwas drin, ne? Naja, diesen Schild haben wir, gut. So, hier können wir ein Pünktchen vergeben. Ich wollte ja da unten hin, ne? Hm. Hier weiter gehen wir als nächstes, das... Oh. Zauberschaden. Gut, nehmen wir das. Das hier in der Mitte wäre auch nicht so schlecht. Zum Beispiel 10% verringerte Mana-Kosten und Fertigkeiten. Das heißt, hier würde weniger reserviert werden. Das ist schon eine praktische Sache. So, hier können wir nochmal versuchen, Zauberschaden zu blocken. Also wenn dann einer mit Zaubern angreift. Und das Mana regeneriert ein bisschen schneller. 1%. Das ist jetzt nicht so riesig viel, aber besser als nichts. Manchmal kann 1% auch entscheidend sein. Sind meine Zombies alle? Hallo? Wart ihr denn jetzt hier? Mittagspause machen oder was? So. Jetzt ein Treppchen nach oben. Nee, nach oben. Verdammt. Noch ein guter Platz, um das Scourge mal in die Ebene zu wechseln. Okay. Gehen wir nochmal ein paar extra XP. Am besten macht man das, wenn da auch ein paar besondere Gegner in der Nähe sind, weil das verdoppelt sich dann ein bisschen. So, ja, gucken wir mal hier. Jawohl. Hier oben auf der Treppe. So, die kriegen ordentlich Haue von meinen Zombies. Wunderbar. So. I like it better this way.
haben wir denn hier gekriegt? Hier waren wir schon mal. So, hier haben wir was Leckeres bekommen. Da bin ich aber mal sehr gespannt, was das ist. Wo ist es denn? Es ist weg, da. Die. Ein Drachenhalsring, Turquizamulett mit minus 19% Blitzwiderstand. Scheiße, 19% erhöhte Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten. Toll. Plus Geschick, Leben. Hä? Okay, 6% zu allen Elementarwiderständen, 18% zu... Das ist ja interessant. Du kriegst ein Minus von 19% auf Blitz und danach wieder ein 18% Blitz dazu. Das hebt sich dann auf eigentlich. Ja, dann gibt es nochmal 6 zu allen Elementarwiderständen. Das ist ein sehr widersprüchliches Ding. Okay. Ja gut, aber... Schick und Intelligenz, ja. Und sonst... Zwei Leben für jeden Gegner. Gut, das ist nicht so schlecht. Kann man das Ding eigentlich da reinschmeißen? Das ist doch schon mal verderbt, ne? Doch, kann man. Dann gucken wir mal, ob dabei noch was anderes rauskommt, außer hier diese Plus-Minus-Null-Geschichte da. Das ist seltsam, okay. Warum nicht, ne? Ich kriege immer diese komischen Werte sonst. So, wo sind wir denn jetzt hier? So, da hinten. Okay, das scheint dann der Ausgang zu sein. Nach oben. Die bösen Buben lauern. Diese durchgeknallten. Gut, hier sind alle durchgeknallt. Ich meine, wir sind es auch nicht so ganz seriös, wie wir hier so rüberkommen, muss ich mal sagen. Das liegt aber nur meinem Begleitern. So. Die sind ein bisschen Empörung erzeugend. So. Nennen wir es mal so. Hier ist der, das kann man nicht durch. Der Wegpunkt, den kann man gebrauchen. Ist da aber noch ein Weg? Das ist immer. Komm, nimmt die Skelette, macht ihr das? Klung! Das Zepter Gottes! Ja, aber das ist erklungen. Ja, hier ist nochmal so ein Brief. Fremde Post lesen gehört sich ja eigentlich nicht, ne? So. Dann sind wir hier schon mal ganz gut weitergekommen. Mit Marie und ihrer fröhlichen Schar motivierter Mitarbeiter. So ist immer der. Hier, okay. Ich sehe dich immer nie. Du bist immer dunkel, so schwarz, also dunkelschwarz. Also schwarz, also im Dunkeln vielleicht sehen, sagen wir mal so. Ja, gut, dann gucken wir mal weiter wie in der nächsten Folge, was wir hier so tun können. Ob wir unsere Gegner besiegen können, unseren Endboss oder nicht. Oder 5000 Tode sterben, das werden wir dann sehen in der nächsten Folge von Path of Exile mit Wuselmarie und ihren Salami-Brötchen essen und Begleiter. Brote. Ja, mein Gott, das ist doch nicht, ist das so ein Unterschied. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.